Und das da lasse ich einfach so offen. Ja, genau. Okay, dann hole ich jetzt mal die Kiste. So, alles mit. Und dann stelle ich die Kiste... Da mache ich mal zu. Stelle ich die Kiste mal einfach da so. Oder soll ich die da hinten in die Ecke stellen? Nee, dahin. Da passt es doch viel besser. Okay, da kann jetzt... was kann alles rein? Die Tränke, dann die Äpfel und Erde. Ja, das war's eigentlich. Mehr brauche ich nicht. Dann will ich das doch jetzt gleich mal ausprobieren, ob das denn funktioniert. Halt, habe ich da alles zu? Das ist natürlich ganz wichtig. Man muss da schon eine gewisse Disziplin walten lassen, sonst richtet man viel Schaden an. Also schön sieht das noch nicht aus. Also da sind wir noch weit davon entfernt. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, ist jetzt dieser... Der Creeper ist immer noch da. Wenn mir der hochgeht... wenn mir der hochgeht und den Spawner kaputt macht, dann setze ich von Hand aus dem Schummelmodus wieder einen hin. Okay, aber das ist wieder so viel Aufwand. Ich muss aber das machen. Nein, ich will aber nicht. Ich muss aber. So. So, komm her, Creeper. Ein Dorfbewohner? Also ein Zombie-Dorfbewohner ist da jetzt immer noch nicht. Ja, okay. Nein! Och nö! Jetzt hat das tatsächlich gemacht. Na komm. Ach nö, das sollte doch alles gar nicht sein. Okay, ich werde mir von Hand einen hinsetzen. Nicht jammern, machen. Mach da mal eben ein bisschen Licht. Ach komm, ey, das ist doch... naja. Da mache ich auch wieder zu. Okay, ist denn da alles ansonsten? Ja. Wo muss der dann hin? Da? Aber drei in diese Richtung, drei in diese Richtung, zwei in diese Richtung und drei in diese Richtung. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ach, die Gatter sind auch alle weg. Aber kann sein, dass ich die zum Teil auch eingesammelt habe. Ja, die kommen dann dahin. So, okay. Ja, doch, das passt doch so. Da muss der dann der Spawner hin. Kann ich das über die Konsole machen auch? Also über den Schummelmodus kann man das ja sowieso nicht machen. Das muss man über die Konsole machen. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, wie das geht. Ach, ich gucke einfach mal nach. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle einfach mal einen kleinen Schnitt machen. Da kann ich auch mal wieder was trinken. Dann krame ich die ganzen Blätter raus, wo das drin steht. Da müsste es irgendwo stehen. Und wenn ich das dann alles hier liegen habe und weiß, was Sache ist, dann, dann geht's weiter. Okay, also bis gleich. So, da bin ich wieder zurück und ich habe herausgefunden, was ich machen muss. Ist doch gar nicht so schwierig. Ich dachte, es wäre ein bisschen komplizierter, aber nein, das ist es gar nicht. Zum Glück. So, gehen wir mal da rein. Da, Moment mal, habt ihr das jetzt gesehen? Nö. Das habe ich ja schon vorbereitet, oder? Habe ich das vorher noch gemacht? Ach, weiß gar nicht mehr. Egal, da soll er auf jeden Fall hin, der Spawner. Und ich muss, was muss ich jetzt nochmal machen? Also, ach so, hier. Wo steht's denn dann? Hier. Give at player einen Mob. Spawner. Ist das richtig geschrieben? Nein, mit A. So, jetzt. Mob. Ach so, ja, ich muss ja einen Unterstrich machen. So, jetzt habe ich einen Spawner. Das ist aber nur ein Spawner, der Schweine macht. Setzen wir den mal hin. Dahin. Und jetzt muss ich nochmal ins Schummelmenü. Das darf ich jetzt. Das erlaube ich mir. Moment. Schummelmenü. Game Mode 1. Und hier haben wir es ja schon. Das da ein Zombie-Spawner-Ei. So. Da rein. Dann gehe ich wieder raus aus dem Schummelmenü und damit müssen wir jetzt einen Rechtsklick drauf machen und siehe da, ja, es ist ein Zombie da drin und jetzt haben wir wieder unseren Zombie-Spawner. Es ist ganz einfach,
Aber es ist doch ärgerlich. Da kommt ja schon der Erste. Es ist doch ärgerlich, dass das geschehen ist. Aber was soll's. So, jetzt muss ich mal eben auf dem linken Bildschirm die Dings wieder wegmachen. Das kann ich eigentlich ganz zumachen, ja. So, dann sehe ich auch meine Aufnahme wieder. Kann sein, dass es jetzt eine etwas längere oder kürzere Aufnahme gibt, das, also Folge gibt. Ja, mal sehen, wie ich das schneide dann. Okay, aber da haben wir ja schon was. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob das hier alles... Also das war übrigens... das war übrigens vorher doch der Herr Nachbar. Ich war gerade nochmal oben bei ihm. Wegen Samstag. Da wollten wir uns ja treffen. Ja, so. Genau, das ist dann der Hinterausgang. Ja, da ist eigentlich alles vorbereitet. Ich muss nur mal eben schauen, ob da jetzt auch alles drin ist. Ja, da ist alles drin. Ich packe das mal da hinten hin. So, da haben wir die Erde. Ja, ja, ich kann ja zur Not mal noch da was reinpacken. Ja, jetzt müssen wir das eigentlich nur mal ausprobieren, ob das funktioniert. Hallo? Hängt gerade ein wenig. Also es müsste aber funktionieren. Ich habe es ja in der Kopiewelt schon mal ausprobiert. So, ja, aber die Sache ist jetzt eben, wann kommt jetzt hier mal ein Zombie-Dorfbewohner? Oh, da ist noch der Fackel, die will ich haben. So. Tja. Jetzt müssen wir eben warten. Aber ja, aber ich will es gerne ausprobieren. Wo habe ich eigentlich diese Möhre her, der die im Inventar ist? Ah, die hat einen Zombie dann fallen lassen. Oder? Ja, wo soll die sonst her sein? Ja, doch. muss wohl. Wie ist eigentlich hier? Fraps nimmt auf. Ja, okay, gut. Ja, gut, langweilig. Was machen wir denn? Wir haben noch jede Menge Glattstein. Ich will das gerne. Ja, dann ist das heller. Das ist. Die Treppen bleiben so. Ja, komm, dann machen wir es mal schön. Da können unten Zombies spawnen und in der Zwischenzeit machen wir das hier. Also mal ins Lager. Dahin. Dann holen wir mal was. Und das dann müsste auch schon fertig sein. Oder zumindest weiter. Wir sitzen, ah, da ist hier noch jede Menge, ah, da ist im Trichter ja noch so viel dann. Moment, da habe ich doch das Eisen drin gehabt. Ja, das ist im Trichter, okay, das dauert eben noch ein bisschen. Kohle ist noch da. So, dann nehme ich mal ein bisschen Glattstein mit. Lieber mal ein bisschen mehr, so, das dürfte reichen. Halt, andere Richtung, so. Das schmeiße ich mal alles raus. Ja, die lasse ich nochmal da. Die auch. Ja, oh, Moment, wenn ich schon hier bin, kann ich ja gleich mal für das nächste Projekt jede Menge Bruchstein mitnehmen. Ja, ich brauche bestimmt noch mehr. Ja, oder auch nichts. Ja, so viel brauche ich gar nicht. Jetzt ist schon wieder Nacht. Okay, dann setze ich mich, dann lege ich mich mal hin. Aber eigentlich muss das ja nicht. Das ist ja das, die gleiche Überlegung wie vorhin auch. Moment, hier so. Ich kann da ja auch nachts bleiben. Warum ist... Moment, warum... Ach so, ja, ich habe mich vertan. Ich habe den Hafen verwechselt jetzt mit mit dem Hafen hier. Im Lager bin ich schon. Ich will nach Oberklein-Wieselberg. So, hier zu teleportieren. Wunderbar, es hat geklappt. So. Dann verschwinden wir gleich wieder unter Tage. Und es geht weiter. Ich gehe mal da durch jetzt. Ach so, Moment, ich kann ja gleich mal hier... schon mal anfangen. Das hier will ich noch so lassen. Okay, ich mache da mal diszipliniert wieder zu. Also, das kann weg. Das auch. Das ebenso. Und da auch. Die Decke soll auch so sein. Gut, dann setzen wir mal... Das will ich mal alles einsammeln hier. Ach so, ich habe ja... Ich habe das in den Teils voll. Dann muss ich jetzt erstmal hier ein bisschen was ablegen. Okay. So, du kommst mit. Dann mache ich hier zu. Und nö, da muss ich nichts hinmachen. Das sieht man ja nicht mehr. Und da. So. Okay, wunderbar. Dann kommt da nochmal eine Fackel hin. Oder nee. Ja, doch, doch hier. Da setze ich sie hin.
Soll das auch aus Glattstein werden? Ja, warum eigentlich nicht? Aber andererseits, ach nö, das lasse ich nochmal so. Der Boden hier soll aber auch aus Glattstein werden. Bis dahin und diese Mauer ja auch. Aber ich mache jetzt erstmal den Boden. Alles schön, halt. Alles schön der Reihe nach. Nee, nicht das Gitter weghauen. Ah, das Tor. Und ich kann das aber mal aufmachen, dann kann ich da auch hin. So. Eigentlich viel Aufwand, ups, für die Zombie-Falle, aber mir gefällt's so. Also mache ich das so. Material habe ich ja auch. Dann mach ich das einfach so. Ja, wieder einen versetzt. Versetzt, ja, genau. Also versetzt im Sinne von nicht gut gesetzt. Nein, so. Ja, so. Fackeln mitten auf dem Boden stören. Jetzt haben wir das hier drin doch noch nicht ganz. Also, die Rückwand. So. Und? Komm mal mit hier, Erde. Kannst gleich da rein. Und die Decke auch noch. Oh, das wird aber jetzt richtig viel. Na gut, dann ist das eben so. Ach, da vorne ja auch. Oh, na gut. Machen wir aber erstmal hier drin in dem Raum. So, und von Zeit zu Zeit schauen wir dann mal. Das ja auch. Schauen wir da mal nach unten, ob denn da schon was ist. Ne, jetzt Moment mal. Nee, das muss doch gar nicht. Dann lass ich da offen. So, das soll auch weg. Das da auch. Okay. Ja. Ja, doch, das sieht auf jeden Fall besser aus hier. Wo muss ich jetzt hinsetzen? Da drauf. Boah, machen wir auch mal. So, doch, ja. Ja, doch. Oh, ich habe nichts mehr. Gleich nachlegen. Wenn ich jetzt irgendwo was zu viel setze, dann ist das doch auch egal. So, jetzt machen wir erstmal den Raum hier drin fertig. Der sollte jetzt... Ja, da fehlt noch was. Der sollte jetzt fertig sein. Okay. Dann... Ach, da fehlt noch was. Okay, so. Da noch und das da noch. Und das da oben ist... Ja, okay. Mhm. Ja, das gefällt mir so. So, dann schauen wir doch mal, ob sich da unten schon was getan hat. Kein Zombie-Dorfbewohner. Dann machen wir erstmal die hier weg. Gibt eben immerhin Erfahrungs... Oh, und ein Gold. Gold... Harnisch. Ah. Nö, du bist kein Dorfbewohner. Dann nicht. Okay, dann gehen wir wieder. Machen wir... Wir arbeiten uns von oben nach... von oben nach unten. So, war das Falsche hier? Ach, die Rückwand hier muss auch noch. Dann muss ich aber, falls da jetzt doch einer ist, muss ich natürlich hier alles dicht machen. In Vorbereitung auf eben dieses. So, diese Wand weg. Das hier lasse ich jetzt nochmal aus Bruchstein. Ich glaube, das macht sich so ganz gut. Ah, jetzt fällt da noch eine Fackel weg. Ja, setze ich die wieder hin. Nicht weiter tragisch. So. Ach, jetzt... Ach, ich setze wieder Bruchstein hin. Ich wollte eigentlich in dieser Aufnahme noch ein weiteres Projekt anfangen, aber... Dass das jetzt hier so lange dauert, das, ja, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ist ja egal. So, Moment, Fackeln. Ach, da sind aber eigentlich genug da. Ja, doch, das geht. Dann machen wir mal den Boden hier. So, jawohl. Und diese Wand. Falsch. Moment, Decke hier. Kann ich, ja, da mache ich gleich alles hier. Das und das da, so. Na, ist ja schon dicht. So, dann haben wir hier noch was. Ich bin immer gespannt, wie oft ich dann hier runterkomme. Wahrscheinlich einmal.
Oder so oft, bis es da mal geklappt hat, bis ich das euch mal gezeigt habe. Weil das kann sich ja jeder denken, wie es dann geht, aber na, einfach mal vorgeführt haben. Naja, und dann wahrscheinlich nie wieder. So, haben wir das auch. Ja, doch, also, das sieht einfach nach was aus.